Für die Digitalisierung des Helmholtz-Gymnasiums ist dann baulich doch sehr viel mehr nötig, als man im ersten Moment meint. Denn die Nutzer hinterher sagen, komm, jetzt hängt hier ein Fernseher und dann ist hier so eine Digitalsäule. Das kann doch gar nicht so lange dauern und das kann auch gar nicht so viel kosten. Wie immer, das meiste findet im Verborgenen statt. Insgesamt sind 35 Kilometer an Kabel verlegt worden. Riesenberge sieht man ja heute noch rumliegen und die verschwinden dann in den Decken, in den Wänden, in Kabelkanälen, sodass man nach Möglichkeit gar nichts mehr davon hinterher sieht. Also das meiste findet im Verborgenen statt, der Serverraum natürlich auch, wo sozusagen das Herzstück, die Herzkammer der Digitalisierung im Gymnasium liegt. Und am Ende ist es eben nur noch die Oberfläche, die zu sehen ist, aber eben auch die Funktionalität. Und ich glaube, darüber können sich die Gymnasiasten und die Lehrer am Helmholtz-Gymnasium sehr freuen.